Dancehall Sound Systems. Das habe ich gemeint. Wovon redet ihr denn? Was soll das denn? Wovon redet ihr denn? Singen. Über das Kernthema. Ach so, stimmt. Alle fertig? Achtung, los geht's. Die Single von euch heißt, jetzt habe ich es vergessen, alle rein in Zimmer 303, so ungefähr, ne? So, ja. Heißt genauer gesagt, alles auf die 303 und ja. Es hat nicht nur mit dem Hotelzimmer zu tun. Ich würde auch gerne bei dem Hotelzimmer bleiben, weil das ja immer so ein irrsinnig schönes Bild ist, diese berühmten Partys nach Konzerten oder was auch immer und alle Vögeln in einem Hotelzimmer. Stimmt das? War das jemals so? Oder glauben wir nicht Musiker das immer nur? Ich glaube, bei den echten Musikern muss das so gewesen sein. War das bei euch damals jemals? Wir haben es schon beobachtet, sagen wir es mal so. Ja. Flötende Leute in Hotelzimmern? Ja, klar. Ihr standet nerdmäßig daneben und habt es beobachtet. Ja, wir so, hihihi, die Rechnung morgen. Also tatsächlich habe ich noch nie jemanden außer mich selbst beim Vögeln im Hotelzimmer gesehen. Ja. Und wie hast du dich selbst gesehen? Spiegel. Hast dich angeguckt. Ja. Aus Versehen. Und wir haben ja auch den Job zu tun. Ja. Ihr habt den Job zu tun. Wegen Disco da und nicht wegen Girls. Richtig. Disco statt Girls. Ich möchte mir davon ein T-Shirt drücken. Ich habe mich, deswegen glaube ich, bin ich auch DJ geworden. Zum einen kein großer Tänzer, zum anderen kein großer Anbaggerer. Ja. Da bleibt im Club am besten der Platz hinter den beiden Plattenspielern. Warst du kein guter Anbaggerer? Nee. Weil schüchtern Angst vor Abfuhr oder wie, warum ist man kein guter Anbaggerer? Schüchtern tatsächlich, ja. Irgendwie nicht wissen, wie man so rüberkommt und dann Angst vor der Abfuhr und irgendwie so. Ihr seid ja relativ viel unterwegs. Das macht euch zumindest zu so Teilzeit-Singles. Aber ist das was eure Beziehung, vielleicht gut ist für eure Beziehung, dass man sich nämlich auch nicht immer auf den Sack hängt, sondern kurz mal Luft zum Atmen hat, kurz mal weg ist, Single so tun kann, als wäre man Single? Ich muss sagen, ich brauche das total. Also an sich das Reisen und das mal weg sein und dafür freue ich mich dann auf das Wiederkommen umso mehr. Ja, das wird ja immer mal wieder geschrieben, dass der Mensch sowieso eigentlich nicht für Treue gemacht ist, rein biologisch nicht und dass Treue eine Erfindung der katholischen Kirche und dass im Grunde falsche Treue tendenziell eine Beziehung eher zerstört. Ganz klar. Also mit anderen Leuten vögeln könnte tendenziell lustig sein. Lustig sein und eine Beziehung eher retten als zerstören, nach dieser Statistik. Ja, aber das ist ja das Ding. Es bleibt ja dann nicht nur beim Körperlichen. Das Problem ist ja, dass es dann in den meisten Fällen ja nicht nur bei diesem einmal, das ist ja lustig, sondern da war ja dann irgendwas anderes auch noch lustig und dann fängst du an zu vergleichen, was ja da irgendwie vielleicht auch auf anderer Ebene eventuell auch noch funktionieren könnte. Und das ist ja das Problem beim Rumpfvögeln. Die Gefahr. Aber ich glaube, dass das Gefühlschaos, das durch Sex entsteht, dass das einfach nicht in den Griff zu kriegen ist. Ja, vielen lieben Dank. Ja, ebenfalls. Ich auch. Und jetzt noch hier ein Weinchen und eine Cola. Auf die Tassen. Auf das Thema. Und bis gleich hinter der Kamera.